Heute ist meine zweite Chance. Das letzte Mal hatte ich Platz 3 gemacht. Ich möchte mich natürlich nicht verschlechtern. Das wollen die beiden hier auch nicht. Sowohl Katrin als auch Lars haben schon einen goldenen Teller an der Wand. Die dicke Wirtin ist die Inkarnation einer Berliner Kneipe mit Berliner Essen, Berliner Schnaps und Getränken. Also es wird definitiv feuchtfröhlich. Das habe ich noch so grob in Erinnerung, bevor der Filmriss damals kam. Carsten bevorzugt erstmal eine nüchterne Vorstellung. Hallo. Hallo, Carsten. Alle fit? Servus. Ja. Perfekt. Wie geht's dir? Gut. Wie geht's euch? Super. Was soll ich groß erklären? Wir sind hier bei mir heute in der dicken Wirtin. Ja. Du kennst dich aus. Ich freu mich. Geht rein. Mega. Führt die Kollegen durch. Das machen wir. Okay. Kommt, ich zeig euch mal die Bude. Bitte. Wir rocken heute das Ding, weil mein Team die größte Berliner Schnauze am rechten Fleck hat. Ach Gott, ist das nett. Das finde ich jetzt aber, ne? Da ist der Süßer ist, ich bin ja auch am Wasser gebaut, ne? Das finde ich schon, das ist eine Kampfansage, die ist schon wieder so lieb, ne? Passend zum Carsten, oder? Hallo. Oh, cool. Ich würde sagen, wir trinken erstmal einen, oder? Kann losgehen. Die Runde, ne? Erstmal schön was trinken, ne? Das zieht sich jetzt die ganze Woche so durch, ne? Warum heute aufhören damit, ne? Was kannst du denn empfehlen? Ich würde den Haselnuss empfehlen. Aber ich liebe Haselnuss. Viermal Haselnuss, bitte. Alles klar. Eigentlich sollten die Mitstreiter ja jetzt das Interieur begutachten und bewerten. Ach, was soll's. Prost. Mit einem Schnapsintus sieht der ganze Laden doch supi aus. Ich bin total geflasht von der Einrichtung. So viele Kleinigkeiten, man kann irgendwie gar nicht alles auf einmal fassen. So viele Details. Das ist auch nicht gelungen und gemacht, das ist einfach gewachsen. Greift zu. Danke. Wenigstens einer ist ein Gentleman hier. So, na dann. Auf die Gesundheit. Tag auch noch, ne? Cheers. Carstens Knülle-Konzept geht auf, die Stimmung steigt. Auch das Punktekonto. Es hat sich auch in den letzten 5 Jahren nichts verändert und das ist auch gut so. Es ist immer noch urig mit den alten Tellern an den Wänden, dem dicken Wirtengemälde, wo die 2 Klöpse vorne auf den Tresen fallen. Es ist einfach Berlin-Style, ist aber sensationell. Schönes Feierabendbier kann man hier genießen oder ein Feierabend-Schnaps. Oder 2. So, habt ihr euch ein bisschen umgeschaut hier? Ja. Ich bin noch gar nicht fertig. So viel Zeit haben wir gar nicht. Und ich habe sofort die Gabi wiedererkannt. Und das bei dem Pegel. Super, Lars. Gabi arbeitet seit fast 40 Jahren in der Gastro. Sie kann also nichts mehr schocken. Selbst die Bestellungen nicht. Ah, bist schon dabei. Okay. Typisch hier für mein Lokal ist Berliner Leber. Und die Rinderroulade. Top, besser geht's nicht. Denken sich diese 4 Kiezgrößen auch. Und während Sorouche und Konstantin Bier gewinnt spielen, besuchen Lars und Katrin Küchenfee Christian am Arbeitsplatz. Zum Wohl. Hallo. Mahlzeit. Wunderschön. Grüß dich. Wie geht es aus? Ich bin der Christian. Ich bin der Lars. Oder machen wir richtig, komm. Ja? Ein wunderschönen. Na, wie sah das für dich optisch aus, als der Christian mit seinem riesen Metallprügel in dem Wasser? Nix. Ich freue mich. Dann hast du schon was getrunken oder was? Nee. Also worauf ich hinaus wollte war, der hat ja jetzt nicht so mit seinem kleinen Schneebesen da in seinem Fond rumgemacht. Das sieht nach deutscher Hausmannskost aus, Berliner Hausmannskost ehrlich gemacht. Na, vor allen Dingen auch in solchen rauen Mengen. Ja, da weißt du, was hier abgeht. Nach hinten haben wir noch ein wenig Abstellfläche und das Kühlhaus. Das ist einmal draußen, um die Ecke. Draußen? Draußen? Das ist draußen. Denkst du, wir können mal hintergehen? Wo hat der Klopse King sein Kühlhaus versteckt? Wo ist denn das Kühlhaus? Ach, guck mal, hier ist es. Kühlhaus auf dem Hof, ist ja unglaublich. Draußen natürlich. Ja, jetzt darf man sich nicht wundern. Das ist ein alte Kneipe, wo immer zugeschaufelt worden ist, zugebaut worden ist, dass das dann nicht alles an einem Stück wie in einer geleckten Küche ist, das ist also für mich völlig klar. Jetzt hoffe ich, dass es sauer ist, damit wir einfach uns nur ums Kochen kümmern können, oder? Geiles Teil. Oh. Und alles tippitoppi oder Gefrierschock? Alles sauber, Schock. Alles abgedeckt. Besser geht's nicht, ne? Ich würde es mir abbauen und nichts mitnehmen. Ja, Katrin friert halt gern. Oh, was machst du? Tja, da hat doch irgendjemand von euch Bulette bestellt als Vorspeise. So Rouge. Und dann
fangen wir da an, mal den Teig zu machen. Ne? Ja, ich liebe Buletten. Und zwar Schweinehack, Zwiebeln. Warum nimmst du nur Schweinehack? Wir machen die hier nur aus Schweinehack, weil die etwas saftiger bleiben. Nichts ist schlimmer als eine trockene Bulette. Ne? Ess sie durch. Bis die Bulette auch durch ist, fehlen noch Ei, Zwiebeln, eine aufgeweichte Schrippe, Senf, Petersilie, Knoblauch. Knoblauch? Ich kenne Knoblauch nur als Knolle. Wir hacken ihn vorher und legen uns in den Öl ein. Das ist dann doch ein bisschen leichter zu bearbeiten. Bei dem, sonst hackst du nicht Hose in den Tacho. bei diesen Riesenplätzen, die wir hier haben, tut es etwas kompliziert werden. Ja, super. Und dann, zu guter Letzt, haben wir noch Salz und Pfeffer. Nachgefühl? Nachgefühl. Also Christian ist einer für mich, der macht ordentlich Salz rein in seine Bulette. Ist er verliebt? Davon ist dann auszugehen. Oder er weiß einfach... War das nicht dein Spruch bei Igor? Wir brauchen eine Frau? Ja, na, Igor sah aus, als wenn er entweder kocht oder tötet. Das sah nicht nach einem verliebten Menschen aus, unbedingt. Ob Christian jetzt, du, keine Ahnung. Auf jeden Fall macht er ordentlich Bums an die Bulette, so muss es sein. Ja. Du machst mich ganz... nervös. Kann man bitte raus? So, Mikey, mach den Kragen. Kragenspeck. Mundgeruch. Haben wir einen kleinen... Ja? Nein. Nicht. Wo denkt man hin? Das ist deine Bulette? Was? Das wird die Bulette. Das wäre für mich eine Hauptspeise. Das ist ja unfassbar. Ist das die Vorspeisenbulette, oder? So, sag mal, das sind doch locker 200 Gramm, oder? Leute, das Ding ist mehr als 200 Gramm, ne? Das hat, würde ich haben. Ich schau dir das mal an, das Ding. Meine Fresse, ne? Christian arbeitet eben nach Augenmaß. Ich will so eine auch. Ich will verdammt noch mal auch so eine Bulette haben. Da brauche ich nichts anderes, ne? Erzähl mir mal die dicke Bulette mit. Also hat sie jetzt Hunger oder hat sie ein anderes Problem oder Anliegen? Ist nur ne, Hunger. Also die Bulette war ein ordentlicher Prügel, nicht wahr? Mal große Stücke. Zum satt werden. Und jetzt kommt's auf die Grillplatte. Mein Gott, ist das ein Gerät. Also da ist die richtige Person im richtigen Laden und seit ganz vielen Jahren. Und ich bin dankbar gewesen für die Königsberger Klopse. Und ich lehne mich jetzt weit raus. Die werden dankbar sein, dass sie original berlinerisch essen können. Weil die Runde das einschätzen kann. So, dann lass mich mal hier wieder ein bisschen machen. Ja, wir sind sofort weg. Danke für den Einblick, mein Lieber. Nichts zu danken. Weitermachen. Habe ich vor. Gut, wir sehen uns später. Das wäre echt schon viel als, für mich. Als Vorspeise? Als Vorspeise. Als Vorspeise kommt definitiv ausreichend, ja. Ein richtig großes Ding. Scheiße. Ich kann nicht mehr. Lars. Themawechsel, Vorspeise. Geht los! Treffen sich ein Perser, ein Russe, ein Deutscher und eine Hipsterine beim Berliner. Sagt der Berliner. Guten Appetit. Dankeschön. Konstantin probiert die Currywurst ohne Darm. Die Kartoffelsuppe mit Kartoffeln ist für Katrin. Lars hat sich alkoholfreie Gulaschsuppe bestellt. Und zu Rouge ist die kleine Bulette. Die Bulette ist ja der Knaller. Guten Appetit. So, jetzt ist aber Schluss mit lustig. Konstantin, was sagt dein gutbürgerlicher Gaumen zur Currywurst? Ich habe hier die Currywurst. Das Würstchen ist zart. Ich hatte hier den Piekser drin. Jeder Berliner isst seine Currywurst mit einem Piekser. Das kommt da immer dazu. Die Currywurst beißt sich weich. Es ist ja auch kein Darm dran, deswegen knacken muss sie nicht. Angenehm zart. Wir haben hier ein Gewürzketchup. Schön würzig. Und dazu haben wir oben drüber eine Gewürzmischung gehabt. Hauptbestandteil ist gelber Curry. Das schmeckt man. Ansonsten wäre es eher eine Vermutung. Ich meine, ich schmecke dort ein bisschen Kümmel heraus.
Kümmel habe ich bis jetzt nicht im Currypulver drin gehabt. Ich erinnere mich zumindest nicht daran. Da war Kümmel drin. Und deswegen, die machen auf jeden Fall ein bisschen selbst die Gewürzmischung. Das ist keine Fertigmischung. Geschmacklich passt das alles, harmoniert, so wie ich es mir vorgestellt habe. Eine Currywurst ist eine Currywurst und das hier ist eine anständige Currywurst. Zum Wohl. Da piekste, wa? Die Kümmel von der ersten Bank sind ganz zufrieden. Und du, Lars? Ja, ich habe hier meine Gulaschsuppe. Toll gewürzt. Ordentlich Fleisch drin. Ein bisschen zu dick. Es ist doch relativ breiig. Ja? Das Einzige, was ich hier erkenne, sind die kleinen Fleischstücke hier. Die sind noch da. Den Rest kann ich fast gar nicht mehr identifizieren. Ich gucke halt gerne, was ich halt esse. Gut, okay. Da verstehe ich jetzt den Lars auch. Ne? Die muss gekocht sein. Klar, das Fleisch muss auseinanderfallen. Aber wenn man dann so zum Beispiel die kleinen Kartoffelwürfelchen, so ein paar Sachen nicht mehr erkennt, da bin ich schon bei ihm. Das mag ich auch. Geschmacklich ist sie sehr gut. Von der Größe her entspricht das meiner Vorstellung einer Suppe. Das ist ja eine Vorspeise, davon soll es ja nicht satt werden. Ich finde es gut, dass sie nicht bis ganz oben hin ran voll gemacht wurde. Also rundum, wie man sich eine Gulaschsuppe vorstellt. Bei mir mit der kleinen Einschränkung, dass es mir sehr zwiebellastig ist und mich das ein bisschen an so ein Zwiebelkessel-Gulaschfleisch erinnert. Zwiebelkessel-Gulaschfleisch? Unter konstruktiver Kritik versteht Carsten was anderes. Hallo. Na? Wie schmeckt's euch? Gut. Ich habe die Kartoffelsuppe gehabt. Ich hätte mir gern diese Konsistenz gewünscht. Für mich ist es mehr ein Eintopf mit Kartoffeln. Ich mag das, die Kartoffelsuppe ein bisschen mehr breiig und mehr Kartoffeln. Okay, ich werde mal mit meinen Köchen sprechen. Ich weiß, dass wir ab und zu wir wechseln. Ich habe 7 Hauptköche hinten drin. Ja. Es gibt mal eine Zeit, da ist die Kartoffelsuppe stärker und dicker. Jetzt sehe ich es auch, sie ist ein bisschen flüssiger. Diesmal geraten. Also ich muss sagen, das ist dann auch wirklich Geschmackssache jetzt. Ne? Also geschmeckt hat sie ja der Katrin, nur die Konsistenz ist jetzt das Thema. Ich hätte sie auch so gern gewollt, muss ich ganz ehrlich sagen. Was mich jetzt wundert, ist, dass Carsten auch bei 7 Hauptköchen ist sie jetzt eher so oder ist sie noch mal dicker? Da ist er jetzt ein bisschen schwammig in der Aussage. Das geht eigentlich nicht. Also, dass der eine Koch so macht und der andere Koch so macht, das ist in dem Moment habe ich mir einfach gedacht, ich glaube, der gibt die Antwort einfach aus reiner Nervosität. Die Küche muss einheitlich schmecken, das muss immer das Gleiche sein. Das ist nicht gut. Zu meiner Vorspeise, ich mag, wenn Bulette so ist, was aber auch für mich schon leider an der Grenze ist. Aber das ist halt für mich ein bisschen zu viel. Das ist mir halt ein Tick zu dunkel. Es ist noch wirklich an der Grenze zu angebrannt, ist aber nicht. Ansonsten vom Geschmack her super, sehr lecker. Zwiebeln stimmen, weder zu viel noch zu wenig. Eine andere Sache, aber es ist auch wieder Geschmackssache. Und zwar, ich hätte vielleicht einfach die Bulette nicht einfach so auf meinen Teller. Vielleicht ein bisschen Ketchup oder ein Senftröpfchen und dann noch damit da rumspielen oder vielleicht ein bisschen Curry am Rand oder sonst was, weiß ich nicht. Es ist eine Bulette, Senf steht auf dem Tisch, was zur Bulette gehört. Alles andere musst du definitiv bei uns dazu bestellen. Gerade Curry, wir sind nicht orientalisch. Ja, also der Carsten, der hat ja so ein bisschen zickig reagiert. Die Antwort fand ich so ein bisschen unpassend, um ehrlich zu sein, weil erstens erwartet man natürlich von Restaurantbesitzer ein professionelles Auftreten. Das Ganze muss halt so ein bisschen das Professionelle aufgenommen werden, ob es eine Kritik ist oder Lob. Offensichtlich gab es dann plötzlich ein Problem zwischen dem Orient und Berlin. Also, ich muss das jetzt ein bisschen mal auffangen. Also, der Sir Rouge, dem ist das einfach zu nüchtern auf dem Teller gewesen. Ne? Der wollte ein bisschen Deko. Der Carsten verteidigt sein Kneipenkonzept. Jetzt kann man einfach sagen, also richtig beleidigt, richtig schlimm fand ich das überhaupt nicht jetzt. Ne? Also der Carsten hat sein Ding verteidigt, der Sir Rouge hat seine Meinung stabil weiterhin gesagt. Jetzt könnte ich ja sagen, Carsten lenkt doch ein bisschen mehr ein als Gastgeber oder könnte doch sagen, Sir Rouge, bitte ordne doch ein, wo du bist. Also haben beide ein bisschen, ja, zickig. Mein Gott, endlich sind es mal Mädchen. Ne? Mein Gott, das war ja auch bis jetzt, oh, das nennt man Krawall in Berlin. Oh, oh, oh. Jetzt, wo die Konkurrenten endlich auf Betriebstemperatur sind, können sie ja mit der Fehlersuche gleich weitermachen. Am besten in der Küche beim Bulettenkönig. Was machen wir für uns? Für euch? Da wollte doch jemand die Leber. Wenn ich das richtig sehe. Das bin ich. Ja. Ein Riesenfreund von Leber. Ja, genau. Berliner Leber, ja, Alter. Eine original Berliner Leber. Das ist so simpel gemacht. So simpel, so einfach.
eine gute Kalbsleber, leicht maniert, gut gebraten, auf den Punkt gegart. Schmorzwiebel, ne? Da kannst du pupsen, bis der Arzt kommt dann später, ne? Wenn du allein zu Hause bist. Egal, gehört dazu. Und dann so richtig schöne Apfelspalten, leicht karamellisiert. Oh, also da, und dann noch ein Kartoffelpüree dazu, ne? So ich das, oder meinetwegen Kartoffeln, Salzkartoffeln. Das ist Berliner Art, ne? Du siehst ja, da habe ich dir schon mal die Zwiebeln vorbereitet, den Apfel vorbereitet. Schön. Dann machen wir dir nachher mal gleich noch ein bisschen frisches Püree. Mhm. Dann fangen wir mal an mit den Zwiebeln. Was für ein Öl ist das? Das ist ganz normales Pflanzenöl. Die Leber geht ratzfatz, deshalb fangen wir an und rasch mit dem Püree. Mhm. Was für Kartoffeln nimmst du da, mehlig oder fest? Öl festkochen, ein bisschen Salz. Ein bisschen Pfeffer ist auch drin, ne? Ja, Muskat. Ah, okay. Und dann haben wir hier schon ein bisschen Butter, ein bisschen Sahne und ein bisschen Milch. Mhm. Ne? Und jetzt wird das alles gestampft? Und jetzt geht das Ganze ordentlich gestampft. Kartoffelpüree von Hand zu stampfen ist schon recht viel Aufwand, ganz besonders wenn man jetzt am Tag 200 Gäste hat oder mehr, was bei denen gut sein kann. Ich weiß nicht, ob sie das wirklich immer so machen. Vielleicht pürieren sie es auch manchmal, vielleicht stampfen das einfach mehrere Leute. Weiß nicht, das wäre auf jeden Fall eine Heidenarbeit. Aus einem 10 Liter Eimer geschälte Kartoffeln machen wir dann schon mal am Tag das Püree. Ich hoffe nur, dass sie Handschuhe dabei anziehen. Und das machen wir. Das ist dann mehrere Hände, mehrere Arme in so einen 10-Liter-Eimer. So stellst du dir das also vor. Vielleicht Interesse an einem Kartoffelstampfkurs? Ja, warum nicht? Wenn du mir vernünftig bezahlst, mach ich. Hast du denn überhaupt Stampftalent? Na, der kann doch alles, ey. Wenn du ihn vernünftig bezahlst. Money, money, money. Dann suchen wir mal zwei schöne Scheiben raus. Eine. Ja. Was ist das für ein Leber? Das ist Rinderleber. Rinderleber. Mhm. So. Auch Rinderleber, okay. Ich glaube Kalbsleber, also. Aber Rinderleber gut. Kalbsleber ist ja natürlich nochmal das. Ich sag mal. Jetzt machen wir es so. Königsberger Klopse ist ja auch Kalbsfleisch. Wird hier aber auch mit gemischten Hack gemacht. Und die Kalbsleber ist natürlich auch nochmal so das. Ne, vom, das kleine Kälbchen, Seglas, das ist nochmal hier ein Thema, also gute Rinderleber, völlig in Ordnung. Die Zwiebeln nehmen hier schon ein bisschen Farbe, ihr seht. Goldig-braun. Dann nehmen wir schon mal die Apfelscheiben und dann fangen wir mal los. Möchtest du sie etwa durch oder darfst du noch ein wenig rosa sein? Bitte ein wenig rosa. In liebevoller Kleinstarbeit richtet Christian seinen Teller an, mit extrem aufwendiger Deko. Nicht. Der Christian scheißt sich nichts, der knackt die Soße rüber, so wie wir das immer machen. Ne? Nicht auf Shishi und Schick, das ist jetzt ums, fertig. Leber rauf, Apfelscheibchen, pass mal auf, ne? Andreas, weißt du, warum Apfel und Zwiebeln Berliner Art sind? Keine Ahnung. Ich habe auch schon mal versucht, das zu googeln. Hm. Keine Chance. Also ich habe da nichts gefunden. Das ist einfach die Garnitur. Es ist wahrscheinlich irgendwann mal, ich sage mal in Anführungszeichen, erfunden worden, warum die Garnitur jetzt Berliner Art heißt. Geht davon aus, der Berliner isst gerne Leber. Vielleicht liegt es daran. Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass die Beilang stimmen. Das wäre dann deine Leber. Super. Perfekt. Riecht so, wie ich sie haben will. Sympathische Zeitgenossen. Werden wir sehen, ob sie ihnen nachher schmeckt. Sehr sympathisch sind auch die Portionen. Zur Diät wird hier keiner gezwungen. Ja, auch hier wünschen wir euch guten Appetit. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Katrin hat die Königsberger Klopse geordert. Lars widmet sich der gefüllten Rinderroulade. Konstantin freut sich auf die Leber Berliner Art. Und zu Rouge bekommt Geschnetzeltes mit Kräuterspätzle. Dann guten Hunger, ne? Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Lasst euch schmecken. Jetzt gilt's. Dufte oder ja nischt. Zu Rouge, was meinst du? Von Fleisch her super. Sehr zart. Richtig gegart. Passt. Die Spätzle hier auch sehr, sehr lecker. Zum ersten Mal gegessen, aber sofort verliebt. Die Soße ist meiner Meinung nach ein bisschen versalzt. Ich bitte euch einfach mal alle drei, das mal zu probieren. Darf ich? Ja.
Finde ich gut, wenn man sich die Meinung von seinen Tischnachbarn einholt. Das ist zeugt von Fairness, ne? Vielleicht liege ich da falsch, vielleicht ist mein Gaumen da irgendwie ein bisschen empfindlicher. Das finde ich groß. Salz und Rat soll man nur dem geben, der darum bittet, heißt es. Probier mal. Ich muss dir zustimmen. Ist eindeutig. Zweite Mal salzig. Selbst mir ist es ein bisschen too much, ganz ehrlich. Dreimal salzig. Es ist salzig, ne? Es ist sehr salzig. Also wenn du jetzt wirklich ein Gericht hast, was versalzen ist, da kannst du nicht mehr gegensteuern, ne? So richtig, ne? Also und als Gast, du sitzt jetzt mit Freunden da, möchtest gleichzeitig mit denen essen und so, das ist dann ein bisschen schade. Ne? Also Qualität gut, Salzstreuer zu viel, schade, ne? Schade. Zumal als nächstes Katrin an der Reihe ist, könnte es sein, dass sie bei den Klopsen nicht ganz objektiv ist? Eventuell, weil ich das ja gestern bei ihr auch kritisiert habe. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt musst du ehrlich sein, Katrin, bitte. Die Farbe ist großartig. Das sieht gut aus. Ich hatte vorhin noch im Klops eine Kaper drin gehabt. Das gefällt mir persönlich nicht so gut, da ich Kapern persönlich nicht mag. Aber ich fische die Kapern auch immer raus aus der Soße. Die Soße ist super. Also sie schmeckt so, wie die Kapernsoße schmecken sollte. Leichte Säure mit drin. Die Kartoffeln, die Salzkartoffeln sind halt Salzkartoffeln, die verkocht sind, die sind viel zu weich. Die mag ich einfach nicht wirklich essen. Und rote Beete, ich biete es auch mit an, weil es dazugehört, rote Beete. Aber ich persönlich mag auch keine rote Beete. Ja, aber darum geht es ja. Ne? Königsberger Klopse sollte man bestellen, wenn man Königsberger Klopse mag. So, das ist das eine. Ne? Und wenn ich das kritisiere, dann muss ich auch sagen, was mir daran nicht so richtig schmeckt. Ne? Also ich sehe, dass die Soße stabiler ist. Sie hat genau die Säure, hat sie erwähnt. Das ist das Einzige, wo ich jetzt sage, fachlich hast du da den richtigen Punkt erwischt. Und man muss dann schon sagen, das ist einfach homogener, runder. Die Geschmacksharmonie bei diesen Königsberger Klopsen waren einfach besser. Kapern gehören rein. Der Fleischklops war einfach viel fluffiger. Und diese Aussagen, die vermisse ich jetzt ein bisschen. Ne? Die Königsberger Klopse an sich war alles drin, was reingehört. Die Farbe sah auch gut aus. War halt ein Königsberger Klops. Also, hat mir jetzt nicht umgehauen. Warum bestelle ich es? Weil ich es wissen will. Sind sie besser als meine, ja oder nein? Ne? Und dann sollte man jetzt auch den Schneid haben und sagen, okay, ist dem Ganzen vom Originalen her näher dran wie meines? Müsste man eigentlich fairerweise sagen. Ja, und dann wundert es mich nicht, dass sie sich nicht umhaut, ne? Das Gericht. Nach der Klops-Affäre will Carsten jetzt alle hören. Ist den anderen auch eine Laus über die Leber gelaufen? Wie schmeckt es euch? Erst positiv oder erst negativ? Erst negativ. Gut, dieses Stück Leber ist leider zu durch. Meiner Vermutung nach könnte es deswegen sein, hier haben wir 1 Zentimeter. Schnittdicke. Hier haben wir 3 bis 4 mm Schnittdicke. Vielleicht beide gleichmäßig gebraten. Und natürlich können sie dann nicht gleich durch werden. Akzeptiert. Ich werde es an den Kollegen Christian weiterleiten. Und wir werden gucken, dass wir das in Zukunft im Zweifelsfalle das eine Stück zuerst draufschmeißen und dann das andere danach auflegen. Auch eine Möglichkeit, klar. Es ist selten, dass sie so unterschiedlich sind wie die beiden Stücke, muss ich jetzt dazu sagen. Aber ich leite es weiter. Ist blöd, aber kann passieren. Der einzig wirkliche kleine Kritikpunkt, den ich habe, ist, dass man beim Kartoffelkloß dem guten Stück nichts weiter antun kann, als ein bisschen Salz ins Wasser zu machen. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht könnt ihr das mal hinten checken, ob da im Topf überhaupt das Salz vergessen wurde, weil dieser Kartoffelkloß schmeckt eigentlich völlig geschmacksneutral. Also dem fehlt definitiv Salz. Ich weiß, ich bin hier Mr. Salz der Woche, meinetwegen, aber ich glaube nicht, dass der Kartoffelkloß Salz gesehen hat. Das fand ich ein bisschen schade, ansonsten bin ich zufrieden. Dankeschön. Zu viel Salz, zu wenig Salz, gepfefferte Kritik. So viel Kritik haben wir bei den anderen Mitstreitern nicht geäußert. Ich habe einen großen Betrieb, viele Mitarbeiter. Der Umschlag ist bei uns immens. Ich hatte das vorhin schon mal angeschnitten. Wir haben mehr große Köche hier. Der eine kocht so, der andere kocht so. Es soll natürlich möglichst immer gleich schmecken, das ist ganz klar. Wir sind Menschen, wir arbeiten dran. Ich kann nicht sagen, dass an jede Kartoffelsuppe, die gekocht wird, 50 Gramm
Salz kommt, das funktioniert nicht. Der Topf ist mal größer, mal kleiner. Ich bin meinen Jungs überhaupt nicht böse. Ja. Ich halte ganz große Stücke auf die. Für große Stücke ist die dicke Wirtin ja bekannt. Ob das auch für den Nachtisch gilt, will Katrin jetzt herausfinden. Darf ich noch mal reinkommen zu euch? Mal reinspaziert. Was können wir für dich tun? Ich wollte mal gucken, was du noch heute machst. Wir machen als Dessert einen schönen Windbeutel zum Beispiel. Mmh, lecker. Schwäbische Gebäckklassiker mit süßer Füllung. Wie ist denn die Berliner Variante? Es kommt Sternanis mit rein. Dann haben wir draußen einen hervorragenden Likör, den Himbeertraum. Da kommt immer so 3-4 cl mit rein. Ja. So, und jetzt nehmen wir unsere Schlagsahne. Die wird hier reichlich. Ich hasse diese Sahne aus diesen Sprühdosen. Das ist jetzt, was macht der da? Was machst du da? Wahnsinn. Es ist eigentlich noch zu wenig. Das Problem ist nur, das Ding soll richtig hoch sein. Das Problem ist aber, du siehst jetzt schon, ja, das fällt zusammen. Wenn wir das jetzt hier vorbereiten, klingeln, der Service ist beschäftigt und wir dieses Riesending, es fällt dir sofort zusammen. Ja. Der Chef wird wahrscheinlich sagen, was hast denn du da jetzt wieder für einen Kinderwindbeutel gemacht? Es, der Carsten mag immer viel auf dem Teller, oder? Er mag viel und groß. Selbst dieser Kleine fängt schon an, sich zu bewegen. Ja, ja, das ist die ganze Geschichte. Während Koch Andreas noch über die Geschichte vom wandelnden Sahneturm nachdenkt, blickt die Konkurrenz kurz zurück. Ich habe mir übrigens, dass ihr das auch mal wisst, beim letzten Mal, bei meinem ersten Besuch, hatte ich mir auch die Rote Grütze bestellt. Mhm. Die ist großartig. Und die Rote Grütze war mir damals ein bisschen zu säuerlich. Mensch, im ersten Augenblick dachte ich, die wäre umgekippt. Umgekippt heißt, dass sie sauer wird, also explizit ungenießbar wird. Hat Carsten aus seinen Fehlern gelernt oder müssen die Mitstreiter wieder sauer werden? Okay. Danke. Dankeschön. So. Nicht zu wenig, oder? Aber dafür bei dir ein bisschen wenig. Katrin hat sich den kalten Hund bestellt. Lars will wissen, ob die rote Grütze diesmal gelungen ist. Sourouche bekommt den schiefen Windbeutel von Berlin. Und Konstantin hofft auf einen leckeren Apfelstrudel. Die Berliner Trink- und Essgesellschaft löffelt fleißig los. Kann Carsten sie damit glücklich machen? Ich kann bei den Desserts nicht mithalten wie bei den letzten drei Tagen. Das ist nicht schlimm. Ich bin deutsch, ich bin klassisch, ich bin deftig. Und ich stehe dazu mit meinem ganzen Kreuz. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. War das leicht zu essen oder schwierig so zu essen? Das sah nicht so einfach aus, wie du es dort. Na, erstmal habe ich natürlich eine Menge gehustet wegen dem ganzen Puderzucker drauf. Ja. Dann habe ich ja die Sahne in die Nase und überall hinbekommen. Hm. Weißt du, du isst ja auch ein Windbeutel. Du isst ja nicht jetzt. Das gehört einfach dazu. Show, Fakt ist einfach, Show war gut. Mhm. Geschmack leider nicht so getroffen. Gesamtpaket, lassen wir durchgehen, war okay. Wie ist es bei dir? Der Apfelstrudel, schön weich, saftig. Rosinen haben wir drin, Apfel haben wir drin, leicht bissfest noch. Schmeckt sehr gut. Interessiert mich wirklich sehr, ob die das selbst machen oder ob sie es gekauft kriegen. Ich vermute mal gekauft, das tut dem Ganzen aber nichts zur Sache, weil er schmeckt gut. Die Vanillesoße, vermute ich, ist auch gekauft. Die schmeckt mir ein klein wenig künstlich, aber es ist eine sehr hochwertige Vanillesoße. Im Großen und Ganzen kann ich sagen, es harmoniert alles sehr gut. Es schmeckt mir. Ich habe den kalten Hund. Großartig, der ist selber gemacht, habe ich gesehen. Mein persönliches Highlight für heute. Was mit deiner Grütze? Ja, meine Grütze. Ist die Grütze wieder Grütze oder ein fruchtiger Traum? Sie war mir nicht zu sauer, war mir auch nicht zu süß. Mhm. Für mich auch vollkommen klar, dass das Kickerfrüchte sind. Zum einen wegen der Menge, zum anderen wegen der Jahreszeit, zum dritten aber auch und vor allem aufgrund des Verarbeitungsaufwandes. Also stellt euch mal 10 Kilo rote Johannisbeeren vor, die du einzeln abzupfst. Das steht in keinem Verhältnis, schon gar nicht zum Preis. TK-Früchte wie TK-Gemüse, schockgefrostet, Vitamine drin, alles cool.
Gut, also die Rote Grütze ist doch letztendlich gut angekommen und der Lars hat das auch gut eingeordnet. Ne? Ich bin der Meinung, der Carsten hat seine zweite Chance in Angriff genommen und dahingehend genutzt, dass er die Sachen, die mir persönlich zum Beispiel beim letzten Mal nicht so gefallen haben, zum Beispiel die Rote Grütze, das scheint da sofort reagiert zu haben. Mhm. Die war heute gut, die hat heute gestimmt. Cool. Insofern hat er was mitgenommen aus der ersten Runde und dementsprechend hat er für mich seine zweite Chance auch genutzt. Ja, gut. So viel Berliner Tradition und Authentizität hat doch sicher ihren Preis, oder? Jetzt kommen wir zu dem Unangenehmen. Sieht so lange aus, die Rechnung. Ja, nicht nur die Rechnung. Ich lege sie euch mal hin. Danke. Vielen Dank. Ich bedanke mich. Wie teuer ist denn jetzt das Dankeschön? So knapp 94, 95 Euro Speisen, würde ich sagen. 135, 36, so ungefähr würde ein Getränke sein. Echt? Die Gruppe geht echt in die Geschichte ein. Die trinken mehr, als was sie essen. Komm, wir stoßen mal an. Carsten, auf die Gesundheit, mein Lieber. Stößchen. Wenn die Stößchen sagen, flippig aus. Ach, könnt ihr euch bitte noch mal kurz zusammenreißen? Gesamtsumme sind wir genau auf 231 Euro glatt. Ein typisch berlinerischer Abend, so wie meine Gäste das erwarten. Bevor gleich alle dann ein Taxi nehmen, flugs die Tafeln raus. Was bekommt die dicke Wirtin? 8 Punkte. 8 Punkte. 7 Punkte. 7 Punkte. Macht unterm Strich 30 Punkte für die dicke Wirtin und damit bisher Platz 4. Mikes Punkte folgen erst morgen. Aber vorher wird Lars von der Konkurrenz noch in geschmolzenen Käse getunkt. Ich esse absolut keine Pilze. Okay, wenn was nicht passt, trau dich einfach, dich zu melden. Und dann kriegst du eine klassische Brühe. Hätte ich gern vorher gewusst, dann hätte ich mir das gern anders bestellt. Auch das ist nur einfach mein Hinweis an dich. Ja, jetzt ist der Lars auch ein bisschen angefressen.